Aloha und willkommen zu einem neuen Video. Nun ist es endlich soweit. The Burning Crusade erscheint am 2. Juni, der dazugehörende Pre-Patch allerdings schon am 19. Mai. In diesem kommen vorweg so manche große Änderungen ins Spiel. Heute wollen wir euch demnach die wichtigsten Neuerungen aus dem Patch vorstellen. Wenn euch das Ganze gefällt, lasst uns doch direkt einen Daumen nach oben da. Vielen lieben Dank und viel Spaß beim Video. Starten wir doch direkt bei den allgemeinen Änderungen. Das Wichtigste zuerst, Blutelfen und Draenei sind ab sofort spielbar. Ab dem Pre-Patch 2.0.1 habt ihr die Möglichkeit, auf Seiten der Horde mit dem Blutelfen einen Paladin zu spielen und auf der Seite der Allianz könnt ihr nun auch mit dem Draenei auf den Schamanen zurückgreifen. Waren beide Klassen in Classic noch der Allianz bzw. der Horde vorenthalten, öffnen sich nun die Tore und beide Fraktionen können nun aus allen Klassen wählen. Beide neuen Rassen bringen sowohl zwei neue Gebiete und eine Hauptstadt mit sich. Das Startgebiet der Blutelfen, die Insel der Sonnenwanderer, befindet sich wie deren Hauptstadt Silbermond im Immersangwald im Norden der östlichen Königreiche. Auf genau der anderen Seite der Welt, im Nordwesten Kalimdors, etwas unterhalb von Teldrassil, findet ihr nun die Azur- und Blutmythos-Inseln. Das Startgebiet der Draenei mit ihrer Hauptstadt der Exodar, ihrem abgestürzten Raumschiff. Zudem könnt ihr ab sofort auf die neuen Talentbäume zurückgreifen. Jeder Talentbaum verfügt nun über 41 Talentpunkte sowie einige neue, verschobene und überarbeitete Talente. Zu diesem Zeitpunkt wird also das Balancing der einzelnen Klassen betroffen sein und so mancher Meme-Spec wird absolut raidfähig, auch wenn hier noch nicht aus der vollen TBC-Skillung geschöpft werden kann. Wenn ihr wissen möchtet, was sich genau für eure Klasse ändert, schaut doch gern unser TBC-Klassenwahl-Video an. Um ein paar Highlights rauszuheben: Jäger können nun ihre Fallen im Kampf stellen, benötigen nun allerdings 2 Sekunden, bis sie aktiviert und ausgelöst werden können. Zusätzlich wurde die Dead Zone entfernt, in der ihr weder schießen noch zuschlagen könntet. Verstärker-Schamanen können nun Dual-Wield via Talent erlernen und somit 2 Einhandwaffen gleichzeitig tragen. Gleiche Hots von verschiedenen Heilern überschreiben sich nun nicht mehr. Der Frostmagier kann sich ein Wasserelementar beschwören oder auch der Demo-Hexer einen Felguard, der extrem kräftig zuschlägt. Der Heildruide wird zum Baum. Der Heiligpriester bekommt sein Raid-Heal, Kreis der Heilung und natürlich vieles, vieles mehr. Zusätzlich skaliert ab dem Patch das Jäger- und Hexer-Pad mit eurem Equipment und lässt es dadurch spürbar kräftiger zuschlagen. Alle weiteren neuen Fähigkeiten der Klassen sowie deren Talentänderungen findet ihr alle erklärt im besagten Video. Eine weitere große Änderung betrifft die Schadensobergrenze bei Flächenangriffen. Für Zauber wie Blizzard, Frostnova, Feuerregen oder Salve wurde eine fixe Schadensobergrenze eingeführt. Ab dem 10. Mob wird der Gesamtschaden auf alle Mobs verteilt. Somit macht die pro weitere Mob immer weniger Schaden an den Einzelnen. AOE-Leveln funktioniert im gewissen Rahmen als Mage weiterhin. Aus welchen Gründen auch immer, trifft diese Regelung nicht auf die Weihe des Paladins zu. Mit entsprechenden Gear und Können löst der Paladin Mage in Sachen Boosten und AOE-Farmen ab, zumindest was den alten Content angeht. Musstet ihr in Classic noch aufpassen, welche Debuffs auf dem Ziel sind, sollte das ab dem Pre-Patch kein Problem mehr sein. Statt 16 sind nun 40 Debuffs auf einem Ziel möglich. Komplett wurde das Cap allerdings erst mit WOTLK abgeschafft. Auch das Problem mit dem Buff-Cap sollte behoben sein. Elixiere werden in Wächter- und Kampfelixiere eingeteilt und die Flask funktioniert sogar als beides. Also entweder eine Flask oder 2 Elixiere. Auch das Crowd-Control wurde erheblich angepasst. Sämtliche dieser Effekte halten nur noch maximal 12 Sekunden. Kommen wir zu den größten PvP-Änderungen im Pre-Patch. Das Ehre-System wurde komplett neu aufgesetzt. Eure gesammelte Ehre wurde zum Zeitpunkt des Release zurückgesetzt und kann ab dann, wie zum Beispiel Gold als Währung, bei bekannten PvP-Händlern eingesetzt werden. Zusätzlich zur Ehre als Währung könnt ihr ab sofort die Abzeichen des jeweiligen Schlachtfeldes nicht mehr in selbige umtauschen, denn diese wird nun als Zusatzwährung benötigt. Hat zum Beispiel die Drachenlederhalsberge des Kriegsfürsten vom Druiden noch Rang 13 in Classic sowie 15 Gold gekostet, kostet sie in TBC nun 13.770 Ehre und 30 Arati-Marken. Das Ehre-Cap wird auf 75.000 Punkte festgelegt. Des Weiteren könnt ihr ab sofort euren höchsten je erreichten Rang anzeigen lassen. Wurde dieser in Classic noch an euren aktuellen Rang angepasst, könnt ihr das nun per Knopfdruck ändern. Kommen wir aber zum vermutlich besten und langersehntesten TBC-PvP-Feature. Die Arena. Ab dem Pre-Patch habt ihr nun die Möglichkeit, euch 3 verschiedenen Arena-Teams anzuschließen und schon einmal zu üben. Im 2 gegen 2, 3 gegen 3 und 5 gegen 5 könnt ihr euch bis zum offiziellen TBC-Release, allerdings ohne Season und Belohnungen, gegeneinander messen. Die jeweiligen NPCs zur Anmeldung findet ihr in Stormwind, Ironforge, Orgrimmar, Undercity und Gadgetzan. Hier stehen euch bereits 2 der neuen Arenen zur Verfügung. Voraussetzung ist hier allerdings Level 60. Fluch oder Segen? Manche bezeichnen es als Quality of Life Change,
Andere bezeichnen es als dem Anfang vom Ende. Mit dem Pre-Patch wurde das Looking for Group und Looking for Member Tool eingeführt, die Grundform des Dungeon und Raid Finders. Der große Unterschied zu beiden gerade genannten ist, dass ihr, wenn ihr sucht, manuell die Leute anschreiben und einladen müsst. Zudem beschränkt sich das Tool lediglich auf euren Server, also kein Cross-Server-Play. Außerdem werdet ihr nicht zur Instanz geportet und müsst selber anreisen. Mal abgesehen vom Hexer bzw. zwei Mitspieler vor Ort, welche euch durch den Versammlungsstein porten. Dann sind wir auch direkt bei der nächsten Änderung. Versammlungssteine dienen nun nicht mehr nur zur Deko, sondern entlasten den Hexenmeister mit ihrer neuen Funktion. Ab sofort könnt ihr, sofern bereits zwei weitere Mitspieler vor Ort sind, die restlichen Gruppenmitglieder zu euch ranporten. Auf jeden Fall eine der besseren Anpassungen. Die Werte werden geändert. Items liefern nun zum Beispiel keine prozentuale Erhöhung der kritischen Trefferchance oder Ausweichchance mehr. Stattdessen wurden für alle Werte das sogenannte Combat Rating System eingeführt. Diese Zahlen skalieren mit dem Level. So bekommt ihr als Beispiel auf Level 70 für 15,77 Trefferwertung 1% Hit oder für zum Beispiel 22,08 kritische Trefferwertung 1% mehr kritische Trefferchance. In der Beschreibung haben wir für euch einen Link, in der ihr jegliche Werteänderung nochmal übersichtlich nachlesen könnt. Um das Leveln für eure Twinks oder vielleicht ja sogar euren baldigen Main zu verkürzen, bekommt ihr ab dem Pre-Patch mehr XP pro Quest und benötigt zwischen Level 20 und 60 weniger XP pro Level. Außerdem werden viele Elite-Gebiete, wie zum Beispiel Chintalor im Hinterland oder die Burg Stormguard im Arati-Hochland, zu Non-Elite-Gebieten, sodass ihr jegliche Quest auch alleine machen könnt und keine Gruppe mehr benötigt. Es wird spekuliert, dass man sich ca. 30% der Levelzeit von 1 auf 60 spart, da man zusätzlich das ehemalige Level 40er Mount schon auf Level 30 für 35 Gold kaufen kann. Zusätzlich habt ihr schon im Vorfeld die Möglichkeit, den neuen Beruf Juwelenschleifen auf die Stufe 300 zu bringen. Juwelenschleifen könnt ihr in den jeweiligen Hauptstädten der neuen Rassen lernen. Einen passenden Guide hierfür findet ihr in der Beschreibung. Ihr habt zudem ab dem Pre-Patch die Möglichkeit, den Dark Portal Pass oder auch Character Boost für $39,99 zu kaufen. Solltet ihr diesen Dienst in Anspruch nehmen, bekommt ihr einen Charakter der Stufe 58 mit langsamem Reiten, dem jeweiligen Rassenmount, allen nötigen Waffenskills der Stufe 58 entsprechend, den wichtigsten Flugrouten, grünes Equipment, 4 Runenstofftaschen und eine kleine Menge an Startgold. Außerdem hat Blizzard den Inhalt der Deluxe Edition preisgegeben. Hier bekommt ihr für $70 den gerade erwähnten Character Boost, 30 Tage Spielzeit, das Reittier Wiedererwachter Phasenjäger für TBC Classic sowie eine optisch angepasste Variante für Shadowlands, den Viridian Phasenjäger, ein dunkles Portal-Ruhestein mit besonderem visuellen Effekt basierend auf dem Portal zwischen den Welten sowie das Spielzeug Illidans Pfad, mit dem die Fußspuren eures Charakters für eine kurze Zeit flackerndes Höllenfeuer hinterlassen. Zusätzlich könnt ihr ab dem Pre-Patch den Dienst zum Klonen verwenden. Dieser ermöglicht euch, euren Charakter auf The Burning Crusade sowie auf dem Classic-Era-Server zu spielen. Ihr müsst euch nämlich pro Charakter entscheiden, wohin die Reise gehen soll. Der Dienst soll $35 kosten. Die genauen Preise in Euro sind momentan noch nicht bekannt. Diese ergänzen wir euch aber unten in der Videobeschreibung. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns doch gerne einen Daumen sowie ein Abo da. In diesem Sinne, viel Spaß im TBC und immer genügend Mana-Tränke mitnehmen. Man weiß ja nie.